Thema heute, Wärmedämmung, zum Beispiel Thermoskanne oder Verbundglasscheiben oder. Und das Thema heißt auch Wärme in Anführungsstrichen einfangen. Was ich damit meine, darauf komme ich gleich. Kommen wir mal zur Thermoskanne. Eine Thermoskanne sieht von außen irgendwie bunt aus oder metallicfarben oder weiß der Kuckuck, aber innen drin ist was ganz Schlaues versteckt, und zwar ein Glasbehälter im Allgemeinen. Es gibt auch andere, aber ich nehme mal die klassische Thermoskanne. Und das Schwarze, das sei mal in diesem Fall ein doppelwandiger Glasbehälter. Doppelwandig, also mit doppelter Wand. Dazwischen, ich mache das mal so, ich zeichne mal hier in bunt was ein. Dazwischen ist nichts. Zwischen diesen doppelten Wänden der Thermoskanne, die sind aus Glas im Allgemeinen, so, das heißt ein Vakuum. Nichts ist da. Und Vakuum deswegen, und jetzt mache ich mal Pause, diskutieren wir das mal durch. Gut, also, das Vakuum deswegen, weil es nämlich ganz schlecht Wärme leitet. Jetzt habe ich hier ganz bewusst hier unten an diesem doppelwandigen, also doppelwandiges Glasgefäß, habe ich da so einen Nippel gelassen. Und zwar hier wird die Luft rausgesogen und dann wird dieses Ding verschmolzen. Und dann hat man so einen zugeschmolzenen kleinen Nippel, der hat dann noch so eine kleine Kugel drauf. Sodass das eigentlich ewig dicht sein müsste. So, und jetzt kommt noch was, weil dieser Nippel so empfindlich ist, hat man hier unten einfach ein Polster reingelegt. Ein Polster, damit, wenn man die Kanne mal ein bisschen stärker aufsetzt, dieser Nippel nicht beschädigt wird. Das ist der ganze Hintergrund. Ich habe diesen Teil hier nochmal blau gemalt. Das ist im Allgemeinen ein Deckel, damit man das ganze Ding auch sauber machen kann. Also es ist ein einfacher Deckel, aber nicht der Deckel, den man hier als Stopfen nimmt. Den mache ich jetzt mal noch in braun. Hier kommt noch ein Stopfen rein. Und im Allgemeinen hat man dann hier noch einen echten Deckel. Das ist gleichzeitig so eine Art, manchmal ist ein Henkel dran. Ach nee, andersrum der Henkel. Dann kann man diesen oberen Teil noch als Tasse nehmen. Andererseits, also das ist der echte Deckel. Deckel zum Gebrauch. Und dieser andere Deckel, dieser blaue, ich komme gleich drauf. So, dieser blaue, das ist der Deckel zum Reinigen und zum Zusammensetzen. Wenn ich also mal, wenn hier dazwischen irgendwie Wasser oder Getränk oder irgendwas gekommen sein sollte, dann würde sich das ja hier unten sammeln, sodass man das ganze Ding auch mal sauber machen kann. Aber denkt immer vorsichtig bleiben, denkt dran, dass ich diesen Nippel dann nicht beschädige, wenn ich das ganze Ding mal sauber machen möchte. Zu dem Stopfen muss ich wohl nicht viel sagen, aber ich schreibe es mal noch ran. Stopfen. Der kann unterschiedlich, der kann schraubbar oder sonst wie ausgefertigt sein. Aber das ist das wesentliche Prinzip der Thermoskanne. Jetzt kommt der Vorteil der Thermoskanne. Also, Vorteile. Nachteile müssen wir nicht drüber reden, dass sie empfindlich sind, aber wenn man das gut gebaut hat, dann kann man schon mal ganz schön grob damit umgehen. Vorteile sind also, Wärme bleibt drinnen und draußen. Was ist damit gemeint? Es ist Folgendes damit gemeint. Dieses doppelwandige Glasgefäß ist verspiegelt. Hier, das ist verspiegelt und zwar beiderseitig. Beidseitig. Das heißt also, die Wärme dessen, was hier drin ist, wird reflektiert und bleibt schön drin. Umgekehrt kann ich die Thermoskanne auch mal dazu nutzen, hier was Kaltes reinzufüllen, und da von außen auch eine Spiegelschicht ist, kann die Wärme, die draußen ist, nicht nach drinnen kommen, sodass mein Getränk, was ich hier drin habe, schön kühl bleibt. Das ist das ganze Prinzip. Also, das sind die wesentlichen Vorteile, die Wärme bleibt drinnen und draußen. Jetzt fällt euch noch ein anderer Punkt ein, mir fällt jetzt im Moment keiner ein. Ich finde, das Ding ist eigentlich eine geniale Erfindung, gibt es schon seit über 100 Jahren. Machen wir nochmal Pause. Ein typisches Phänomen heißt eine Erscheinung, ist, dass ich, wenn ich tagsüber die Sonne scheinen habe, aber nicht so gut scheinen, weil ich habe hier eine Wolkendecke über der Erde, trotzdem Wärmestrahlung hier durch die Wolken, zwar nicht so gut, aber immerhin noch durchdringt und die Erde erwärmt. Wenn aber die Sonne weg